Essence Ranking Go. Ich musste mich gerade echt zurückhalten, nicht komplett die zu überfahren. Keine Vernichtung. Okay. Essence der Straßenwaffe, let's go. Oh mein Gott, ernsthaft? Das ist ein Kiryu-Heat-Move. Oh, das ist ein Kiryu-Heat-Move, Alter. D. Oh, Trash. Oh, Alter, ja, nee, D. Okay, warte mal. Wir setzen mal einen drauf. Wir nehmen mal einen guten. Ah, bring out the big guns. Mit der Macht der Freundschaft. Und dieser Satellitenkörper, die ich gekauft habe. Das ist die Macht der Freundschaft. Nee, das ist die Macht des Geldes. Kapitalismus bieten. Ich besiege dich mit der Kraft der Freundschaft und dieser Satellitenkörper, die ich gebaut habe. Das haben die sogar überlebt, wow. Es ist eine Satellitenkanone. Ich gebe dem Ganzen nicht unbedingt einen S-Rank, aber es ist ein A. Oh, definitiv, weil es halt einfach. Es ist halt derselbe wie beim letzten Mal. So. Also für mich macht's ja, dass am Ende steht, powered by Mitsubishi. Mortal Kombat. Bone breaking. Das ist. C, yeah, that's pretty mid. Es ist halt. Es ist die Haut dich halt. Okay, aber ihr anderer ist auf jeden Fall besser. I know that one. Naruto-Menschen. Kunai with Chain. He is fucking dead, yeah. Hat schon was. Yeah, das ist. Das ist pretty A. Ja, das ist ein ziemlich gutes A. A für alles klar, der Typ ist gut durch. Essence der Erinnerung. Ich erinnere. Auf jeden Fall ist es aber so ohne den Kontext. Ja, es betrachtet wäre es. Das ist ziemlich mid. Das ist ein B. Yeah, für den Sentimental. Yeah, es ist halt. Es sieht geil aus, aber an sich schlägt er dich zweimal und tritt einmal zu. So leid mir das auch tut, weil die Tattoos sind an sich sau cool, but hot damn, it's basically jack shit. So. Oh, der ist gut. Fucking Hanzo Ult, Alter. Ja, kommt doch besser. Hard to argue. Was hätte ihr, Dragon? Los, benutzt Drachenblut. It's spicy. Wait, Mal davon abgesehen, ist dieser Move super mächtig. Ist es auch ziemlich cool tatsächlich. I like it. Das ist ein A. Das ist ein starkes A. Okay, Magnum-Flasche erstmal. Oh nein. Hier kommt die Parade. Ich
Ich meine, das ist schon irgendwie lustig. Das hat schon was, ja. Ja, what's going on? Das ist die richtige Aussage hier. In the dick! Okay. Ich bin der schon! Das ist ziemlich, okay, sorry, das ist ein S, ich finde den ziemlich geil. Ja. Ja. Alleine er sieht gut aus, er ist effektiv und er ist catchy. Ja. Komm einfach auf dieser fucking Champagnerflasche angeritten. Oh no, don't do it to them, the Pyro-Knast. Das ist ja noch der Alte quasi. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt da was. Ja, obwohl ich den dramatischen Blick am Ende doch sehr mag. Aber. Ja, die Dramatik ist nice, aber es ist... Das ist ein B. Irgendwie fehlt das was da. Blaues B. Feuer. Oh. Also ich weiß jetzt schon, ich muss hier S geben. Beim Vogel ja. Ja, ich muss. Ich bin gezwungen, ich bin contractually obligated. Ich beschwöre euch, Taubsies. Wir wissen alle, der beste Freund des Penners. Taube. Hell yeah. Not gonna lie, ich finde das ziemlich cool. Weißt du, er beschwört einfach etliche Tauben und macht einen Himmelsfeger. Das ist. Alter. Ja, das ist das S. Das S, ja. Ganz vergessen, ich hab die Pfoten auf Yongyan. Das gibt dem Ganzen ein wenig Komik. Gut, dass er die auszieht. Ja. Yeah. Weil es ein Upgrade wäre. Das ist voll Matrix, Alter. Das ist einfach Max Payne. Max Payne! Ah, das ist. An sich ist es auch relativ cool, nur irgendwie. Irgendwas fehlt da irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hohes B, niedriges A. Ja, ich sag B, es ist ziemlich mild. Es ist an sich von der Performance ja cool, aber. Yeah. Wenn wir jetzt so das Scaling von den anderen Essence-Moves haben. Ja. Jetzt wird es besser geworden. Alter, Meta-Light unten ist einfach. Es ist schon sehr cool, das wird sehr viel von der Belichtung gecarried, aber... An sich hat er ihn halt nur dreimal gestochen und einmal getreten. Ne? Ja, und dann stand er vor ihm, sagt dem Motto, iss nie wieder meine Cornflakes auf, du Spacken. Ich bin Sasuke Uchiha. B. Das ist mit. Sau cool, aber nichts wirklich passiert. B plus. Arbeiten wir mit Plus und Minus? Ich hab keine Ahnung. I guess. Es passiert so wenig, aber so viel. Fun Fact, der Essence-Move sieht anders aus, wenn du mehr als eine Person hittest. Echt? Ja. Oh, okay, dann... Also okay, Single-Version ist nicht schlecht schon mal. Yeah, es ist sehr schnell. Sehr out of the sun, ist einfach nur so... Bumm! Kurz, schmerzlos, auf den Punkt, aber es ist funny as hell. Okay, ich mach jetzt mal den anderen und dann... können wir ja bei dem nächsten Mal nochmal mit mehr. Machen wir mal so. Oh nein, nicht der. I woke up in a new Bugatti. Was ist das hier? Alarm für Cobra 11?
Alter. Okay. Also. Ja, das S. S. Straight up. Wisst ihr, was es für mich gemacht hat? Die Explosion am Ende. Einmal das, aber auch wie unfassbar kaum er über den gesamten Move war. Ja, das ist sehr gut gar gemacht. Gar nichts, aber Deadpan. Ja. Straight up S. Bisschen nach links. Oh, boom. Okay. Oh boy. Oh, ist beides. Aber bei das ist egal, ob ich Solo mache, tatsächlich. Ja. Nicht die Leiter. Oh mein Gott. Das TSC-Match. Das ist der Old One. Es ist kreativ, aber es ist. Er flippt das Ding einmal und ja. B würde ich schon sagen. B minus? B minus, ja, das ist kurz vor C. Also nur die beiden, aber das sollte genügen. Hoffentlich. Und hier ist mein Lenkrad. Ah, er hat seine Remote mitgebracht. Oh! Das Minion. Oh! Oh, voila! Ah, jetzt kommt sie für mich. Impact Dial! Ja, die Einzelversion war schon sehr, sehr geil. Hier ist ein bisschen zu viel vorgeplankt, I feel like. Ja, aber es geht ein bisschen mehr auf das Ganze hinein. So. Ja, also. Also, ich finde es schade. Tommy, die gewinnt auf jeden Fall. Ja, definitiv. Wieso ist das so cool, Alter? Ja, also ich glaube, das geht nicht denn zum A hoch, aber es ist immer noch solides B. So, und jetzt haben wir ja noch Walk and Roll. Walk and Roll. Oh boy. AK, oh nein. Idiotenbraten für Anfänger. Was heißt für Loser? Erstmal würzen. Das ist schon. Also Hardstyle. Aber die Slide. Das ist ein A, ja. Welpengruppe? What? Oh. Er verwirrt ist. Doggies! Hund! Good boys! Frisbee! The hell just happened? The hell just happened? Also, oh scheiße. Good boys. Oh! Wow! Alter, sie ist einfach hier! Aus der Route der Hundetyp. Kieber. Kieber. Ja. Nur mit Labradoren. Pretty. Also kriegt den Preis für Very Good Boys. Yeah. Mhm. Ich würde sagen, ich sag sogar tatsächlich, ist ein lowes A. A minus, ja. A minus könnte ich sehen. Ja. Okay, Essence of Ballroom Blitz. Ohne Copyright, bitte. Dürfen wir auch noch gucken? Ach so. Also, sorry, ich hab nicht gehört, dass das. Warte. Das ist schon fancy. Backflip, I fell was in my life. Das ist ein gutes B. Es überstellt sein Welcome ein bisschen zu sehr. Okay, Essenz der Handschellen. Let's go. Er hat eine komplett neue. Ja, Dachi hat komplett neue bekommen. Alter, einfach Special Rules in einem Wrestling-Match? Ja, das gibt Action-Matches.
ist auch ein paar zu meist drüber nachdenken. Nur ein Stück Faden, usually. Das, es zeigt Adachis Stärke ziemlich gut. It's pretty straightforward, aber auch ein bisschen boring auf dieses Konzept. Ja. Ich würde sagen C plus. Ja, C. Oh, I know this one. Oh, Essence der Flucht. That one's good. Achso, hier. Ach, yeah. Das ist eine Bombe. Ich weiß nicht mal, wie ihr in diese Hostage-Situation reingekommen seid, aber hier ist eine Bombe. Oh, Kacke. Sein Run ist sehr lustig, muss ich sagen. Ja, doch. Einfach gechillt und dann. Also A-sig! Das ist ein A, definitiv. Ja. Mostly wegen Comedic Value. Buster Gazer. Das ist, glaube ich, sein Alter, wenn ich mich nicht irre. Wobei, ich glaube, er hat nur seine Alten. Das ist kein zulässiger Move in Baseball. Definitiv nicht, nee. Aber es ist ein verdammt gutes Move. Es ist ein gutes B, sag ich. Das ist classic. So, voller Schwung. Kriege ich vielleicht alle gerade irgendwie? Nö, der eine steht zu weit weg, der Autoverkäufer. Aber das ist auf jeden Fall halt. Sehr guter Spin. Ich appreciate the spin version. Ja, ist auch ziemlich mid, leider. Der Spin ist nice. Bonuspunkte für Spin. Wenn das Spin irgendwie was getroffen hätte. Ja, aber irgendwie, nee. Okay. Vielleicht C plus. Yeah. Knapp und auf den Punkt. Kurz, knapp, künstlerisch auf den Punkt. Passt zum Job. No. Ist ein solides B. Adachi so tanzen zu sehen ist sehr cursed. Das Spin aber ein bisschen langweilig in Comparison. Yeah, ich meine, wenn da noch andere Leute dabei sind, kriegen die halt auch einen Tritt ab, aber. Yeah. Das ist ein C. Yeah. Crazy. Ja. Es ist nicht so scheiße, dass es auf Windelstatus ist, aber. Jesus, sind hier viele. Kommen die alle her? Du hast nicht mal einen Schläger. Ich weiß nicht, ob wir das Spiel spielen. Oder ich glaube, das ist auch kein zulässiger Move. Foul. Das ist der krasseste Schlittenwetterball der Welt. Das war im Aus, habe ich genau gesehen. Bisschen das Rato. C, es war sehr viel Flippy Dippy, aber. I do like a Flippy Dippy. Ich mag auch ein Flippy Dippy, aber. Meistens, wenn da irgendwas mit verbunden ist. Also, es kriegt ein C fürs Essence Rating, aber es kriegt ein A fürs Flippy Dippy. Definitiv.
des Doppelärgers. Der Name ist Gurke, Mobos. Sag ich jetzt schon. Mobos. Balls. Also ich weiß, wie man Bälle handelt. Balls. 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 Aua, aua. Wenn die Bälle auch perfekt... What? What? Hey, also, ja. Jetzt ist es schon... Jetzt ist es sehr cool auf einmal. Und... Yeah, ja. Das war ein Mario Strikers Move. What the fuck? Ja, das ist ein A. Das ist pretty good. Das ist ein hohes A. Das ist ein A+. Yeah, definitiv. Das war ziemlich gut. Ich hoffe, er ist cool. Oh nein. Ich ertrinke. Hilf mir. What the fuck? Au. Au. Not cool. The fuck? Flipper out of pen. Du bist gerade schon Verfahrung, ne? Die Mo- Das Lächeln! Also, Jörg ist auf jeden Fall da! Ich finde, das ist ein S. That's pretty good. Yeah, I'm inclined to agree. Das ist sehr kreativ. Oh, das ist schon sehr, sehr gut. Surf Twisters, let's go! Reicht auf Fuß auf Rot. Auf falsche Twister. Wie kommt es, dass er in seinem Zeug immer extrem viel Spaß hat? I don't know. Ah, er benutzt Whirlpool. Juhu! Der hat viel Spaß dabei. Nicht schlecht, aber sehr viel simpler. Ja, B. Das ist ein bisschen sehr simpel, aber nicht bad. Okay. Nee, das liegt einfach nur daran, dass Kiryu extrem wenig Mana hat. Das liegt aber daran, dass Kiryu alt ist. Oh mein Gott. Ich möchte Kiryu nie wieder glücklich sehen. Alter. Swaggin. Er fühlt das. Ich frage mich, wo er die Chill da hernimmt. Shadow, hast du schon mal Kiryu so swaggen sehen? Nee. Wait. Dein letzter Feuer. He did nothing! Er hat nichts gemacht! Kiryu wins by doing absolutely nothing. Und das ist beeindruckend. Es ist trotzdem A, ich mag die Kreativität davon. Ja, es ist. Weißt du, das war einfach gerade Ad-Fights in Videogames be like. Okay, Zeit für die Endzone. Krieg ich dich da mit? Oh. Ah, mit der Kapazität heutzutage, ja. Ich bin beeindruckt, dass sein Körper noch am Kopf ist. Ah, das ist die Multiple World. Oh. Ich. Warum stand er gerade da? Als müsste er dringend auf Bonn. Das ist ein A, weil ich mag die grafische Umsetzung tatsächlich. Ja, ich war zu sehr damit beschäftigt, um nachzudenken, wie der eine Typ seinen Kopf behalten hat. Fair. Ninja. Höllenschwarm. Mit dem Namen erwarte ich was. I'm so off your scent. Should I even ask?
Ja. Yeah. Okay. Ah, yes. Essence of Age Restriction. Essence of, ich werde nicht mehr monetarisiert. Shame. Essence of, keine Sorge, okay. Gleich vorbei. Das Holz! Einfach Pepino Gepiledriver. Definitiv besser. Aber ja. Das, ich sag mal dafür, das Build-Up war geil. Ja. Aber das Ende, da fehlte was. Der Payoff hat gefehlt, wirklich. Ja, B. Zweiten die Zuna-Drop. B, nicht, maybe. Ja, ist ein B. Ist ein okayes B. Oh, die Menschenreibe. Koch hat nichts neu bekommen. Ich glaube, die alten Klassen haben auch nichts Neues. Also dann Essence Moves. Neu. Der ist tot. Der ist tot. Tot gerieben. Woher hat er so eine gigantische Reibe? Das ist so ein Yakuza-Moment einfach. Der ist tot. Bismit. Essenz des Reißens. AKA, guck dir mal mein Omelett an, Bruder. Guck's dir genau an, hab ich gesagt. Ah ja, mein Favorit, mein Lieblingsmove. Third Degree Burns. Da lieb ich's, wie er am Ende sein scheiß Omelett noch fängt. Ja, das gibt dem Ganzen definitiv nochmal einen kleinen Bonus. Ja, ist aber ein gutes B, though. Ja, der Koch hat sehr solides B und tot. Oh mein Gott, das ist auch ein Revive, Alter. Der muss schon ein paar Leute töten. Ich kann nicht. Oh, warte. Die Suchtis. Sind wieder da. Der... Ist halt auch, sie hat an sich nichts gemacht, aber... To be fair, was würde man aber auch von einem Idler erwarten, ne? That's kinda how it works. Yeah, kinda, I guess. Du kriegst Massen dazu, das zu machen, was du willst. Okay. Und wann habe ich's random? Keine, wundert euch nicht, wenn ich irgendwie 3 Minuten einfach random hier ausrufe. Oh, that's the one! Okay. Plötzlich eines Japan. Das ist einfach Massenabschlachten. Alter, Sun Tzu hat mal gesagt, fick dich. Sun Tzu once said, die. Ah, yes. Bisschen, to farm. Ein bisschen zu lang, to be honest. Ich finde, man hätte einen von den Leuten irgendwie auslassen können, nach dem Motto, entweder Speermänner oder Schwertmänner, you know? Ja, yeah, das macht's ein bisschen... Ich glaube, man hätte einfach die... Also man hätte sie schon drin lassen können, aber man hätte sie kurz, knapper hintereinander machen müssen. Ein fließender Übergang. Wenn wir das C plus. C plus, ja. Pacing, wenn das Pacing besser gewesen wäre, ja. Yeah. Okay, es ist des inneren Auges. Oh, I remember that one. The fuck is happening? I like die stylische Choice. Ja. Ja. Yeah. Sind aber sehr stylistisch. Sehr stylistisch. Das ist. Oh, ist das ein S? Ich sag sogar schon fast ein. A plus? A plus, ja. A plus. Da fehlt noch so das Spice. Ja, da fehlt ein bisschen was am Ende. Warum hast du auch einen Revive? Warum haben alle einen Revive?
Er hat jetzt so Full Revive da, hab ich gerade gesehen. Am Team. Okay. Okay, worauf laufen wir hier hinaus? Warum werden wir gerade gut? Genki-Dama, ich musste nur 5 meiner Leute opfern. Das erscheint mir etwas ineffizient. Achso, er ist... Nein, natürlich nicht. Ich hab ganz vergessen, meine Leute sind besoffen. Okay, aber was geben wir der Genki-Dama? Genki-Dama ist B. Das ist ein bisschen zu lang. Oh, stimmt. Auf Move. Gott, knapp auf den Punkt und jeder versteht, was gerade passiert ist. Ja. Auch wenn ich nicht weiß, was ich davon halten soll, Mann. Spezielle Klasse, Grabbing by the Balls. Ja, B, weil es halt dazu passt, tatsächlich. B für Balls. Ah, ich sehe, wir kriegen eine fesselnde Double. Aua. Oh. Ja. Das, ich sag sogar schon fast, das ist D. Er wurde einfach pinjatert einmal kurz und das war's. Der war jetzt Type Plus. Der erste D-Move, den ich mitbekommen habe. Hat dieser Essence Move, by the way, einen Filter drauf? Ja. Ja, aber weißt du vor allem, was noch viel interessanter ist? Das ist ein Jackie Chan Bit. Ja, das ist definitiv ein Jackie Chan Bit. I love it. Das Sofa. Und jetzt ist es Yakuza. Das ist das beste Finish bisher. Ja, das. Ich finde, das ist ein S, das ist pretty fucking good. Ja. Es ist ein Jackie Chan-Bit, es ist kreativ, es passt zum Job. I like it. Es hat gerade genug Yakuza reingesprinkelt. Und der Finish ist... Chef's Kiss. Da ist ja noch mehr dieser Filter. Zufall, Mann, ne? Ah, multiple takes. Okay, das ist schon. Das hat was. And again. Ah, da genau. Oh, take it. Outtake drin, Mann. Das ist ein S. That's pretty fucking great. Das Outtake dabei war und am Ende hat eine typische Kamera-Cut. You know? Allein, wenn das allein schon sau macht, das ist einfach noch mehr comedic funny, weil er einfach. Macht sogar bei ihm Sinn, ja. Er macht sogar mehr laute Gefühle. Essence des High Noon, let's go. Oh, no. Wie klassisch wollen sie ihren Move? 1, 2, 3. What the hell? Ich wähle Revolver, ich wähle Railgun. Das ist geil! Nach dem Scherz.
nach dem Scherestein-Railgun-Prinzip gewinne ich. Das, das ist auch ein S. Sehr stark. Weil du rechnest damit einfach nicht, dass dieser Typ eine fucking Railgun auspackt. Du denkst ja, macht sowas Funkiges mit dem Revolver. Nope, Railgun. Weißt du, er schießt einfach... Man denkt, er schießt jetzt einfach schnell. Nee, Railgun. Wir haben den Stier noch nicht. Der Bull. Was legit ein Stier ist. Ich bin überrascht, dass es nicht ein Typ in dem Kostüm ist. Kennen Sie das, wenn der Stier rot sieht? Was, wenn der Stier rot ist? Red Bull? Ist aber ziemlich mit tatsächlich. Ja. Das Einzige, was es daran hindert, weiter zu droppen, ist die Tatsache, dass es zum Job passt. B-Minus? Ja. Saugkraftspirale. Ah, ohne Saugkraftverlust. Der neue Dyson. Was ist das? Ja, definitiv kein Saugkraftverlust. He's fucking dead. Das ist ein sehr, sehr guter Spin. Alter, er wurde einfach Team Rocketed. Ja. Das was geht mit dem Ganzen? Ah, ein A? Ist das ein... Was? Unteres A tatsächlich. A wie absolut kein Saugkraftverlust. Oh, der heiligende Abgrund, okay. Oh Gott! Oh Gott! Roombas! Angry Roombas! Bis zu den Roombas war ich mir nicht ganz sicher, was das angeht. Die Roombas haben es gerettet, das ist ein sehr gutes A tatsächlich. Ja, also die Roombas, das Angry Face war einfach nochmal das i-Tüpfelchen, das war... Weißt du, was dem Ganzen, was das Ganze auf ein S gebracht hätte? Wenn sie noch die... Nee, wenn sie die Mülltonne noch hinterher geschmissen hätte. You know what? Fair. Ja. Fair. Essenz des Rosentaifuns. Essenz des Volle Rose kaufen. Er hat schon wieder viel zu viel raus. Das ist auch so Jesus. Ah, das ist. Das, ich weiß nicht, er war ein bisschen schwach. Das war schwach, ja. Das. Nicht ganz D. Weil die. Ja. Weil die Performance, Rosen Jesus ist. Die Performance war da. Die Pose am Ende war ganz cool. So, und jetzt hast du noch... Oh, die Champagnerwelle. Wieso habe ich gerade so Traumhochzeit-Vibes? Mit Linda dem. I don't know. Ich habe auf sehr viel höheren Payoff gehofft. Ich habe auch irgendwo, ich habe irgendwo mehr erhofft tatsächlich, ja. Auch vielleicht C. Ja, doch. Das ist ein C. Ein 1,5-Teiler. Essence von Gaia's Zorn. Huga Huga. Zuschauer haben schon echt gut, ne? Weißt du, die gucken einfach weiter und dann kommt das einfach und wir müssen einfach suffern. Ja. I like suffering. Do you know?
Ich mag die Beleuchtung tatsächlich. Ja, also es ist eigentlich, was du erwarten würdest von dem. Ja, ist pretty okay. Ist ein hohes B. Ja. That's where it goes, isn't it? That's good. Ah, I reject my humanity, Jojo! Jojo, was war's? Alter, geht Monkey Mode. Okay. Netter Spiral Kick, ja. Coole Pose. Ich sag, an sich die Idee ist super cool und die Beleuchtung ist nice, aber das Pacing ist way off. Ja. Aber ich mach's eigentlich tatsächlich. Ich sag, es ist ein unteres B tatsächlich. Oh, persönlich fand ich, es braucht das irgendwie, aber. Der Fritz ist halt. Ah, Ausdruckstanz auf der Waldorfschule. Ja. Wurf doch sehr solide, würde ich sagen. Ja, solides B. So, und tropischer Tornado. Mal gucken, kriege ich da vielleicht mal. So, auf zu finishen. Boah, tschüss, Bitrate. Bitrate Destroyer. Der Move ist legitim, der Bitrate Destroyer. Spezielle Auszeichnung. Bitrate Destroyed. Legitim Team Rocket. Ich gebe ein B für Bitrate. Ja, ein B für die Bitrate, ja. B plus für. Die wurde massivst zerstört. Irgendwann später. Für die Zuschauer war das 10 Sekunden. Für uns, ja. Also wir schauen uns jetzt die Pause. Genau. Das heißt, ich darf ein letztes Mal den Joke bringen. POV calling your mom. Let's go. Delivery! Cool. Die Haut halt, ja. Eieiei. Ja, nee, das ist D. Dismal. Yeah, I guess. The bottom of the list is the bottom of the barrel, huh? Ja. Naja, jetzt wird, oh nein, nicht Nathan. Nathan? Fahrt des Krieges. Nathan Drake, das ist Subway. Ist der Typ, by the way, auf seinen Knien gelandet? Ja, schon, ja. Also, er hat auf jeden Fall coole Moves drauf. Ja, ich mein, ja. Es ist aber auch nicht viel besser. Es ist D+. Ja. Oh nein. Oh Gott, Bonnie. Alter, los geht's. Okay. Shadow, did I been here? Ich hab zuerst gedacht, der hat so ein kleines Beil. Ja, das ist um einiges besser. Er sprengt einfach Leute. ist auf jeden Fall besser. Vielleicht C. Ich sag sogar. Das ist ein guter Average. Ich sag sogar tatsächlich B. Okay, ja. Also, B im Complete Medium. Ja, Complete Mid.
Wir haben den Meeting Explosion. So, oh nein! Oh. It is time. The time has come. Wir haben es alle gedreadet. Gugu Gaga, bitch! It did. This man. Es ist ja schon unfortunately funny. Es ist schon unfortunate funny, ja. Er schmeißt sich einfach hin und fängt an zu heulen. Ich glaube, C ist hier angehört. Ja, gegen doch. Alle Erwartungen. C für cringe. So, next in line, was meine Rechnung angeht. Charlie. Mr. Crazy Delivery. I have green hair. Super crazy delivery. Damn. Er macht halt einfach einen Flip. Das war ein sehr guter Flip. Ein nicer Doppelflip. Halt, der Flip ist halt nice und er ist einer der wenigen Poundmates, die tatsächlich heilen. Ja, so nebenbei. Es ist nicht viel, was er heilt, aber... Vor allem im Mid- bis, also Early- bis Mid-Game ist sein Heal fucking insane. Ja, ist 100 für alle, das ist eine Menge. Also, was sagen wir? B für Backflip. Ich hätte jetzt eigentlich B für Crazy gegeben, aber wir geben ihm B für Bicycle. Bicycle, Frontflip, Backflip. Ja, King Julian. Oh nein. Mameoka. Ist das... hier ist Healer. Der ist, glaube ich, ein kompletter Healer, wenn ich mich nicht irre. Der benutzt sich dieser 5 habe heute 5 oder 4 gezogen. Macht die Pressbewegungen. Also Bonuspunkte Affe. Yeah, aber das ist trotzdem D für Decaffeinated Coffee. Oh shit, ist decaffeinated? Ja, yeah, natürlich. Guck ihn dir doch mal an. Guck dir diese Wurst doch mal an in der Pelle. Oh, der letzte summoned hat sie. Also der letzte, der mitkämpft. Ja. Ist das the same dude? Ja. Oh mein Gott. Okay. I love this one. Überfährt Leute einfach. He woke up in a new Bugatti. Alter. A für Autobahn. Ja. Ja, das ist fair. Apocalyptic. Das ist allein das Geräusch. Ja. Der Typ ist eine Ikone und überfährt Leute. So, oh Gott, nicht der Kerl. Oh Gott. Nicht die Boyband. Oh Gott. POV calling the Boyband. Oh Gott, ich bin ein Twink. Ja, der Typ ist ein Bottom, so viel ist man sicher. Ja. Stay away. Großer Fan seiner, seiner Zusatzleute, um ehrlich zu sein. Schade, dass sie sterben müssen für diesen Move. Er fliegt auch noch weg. What a shame. Ich mag's tatsächlich. Das hat was. I guess. Das hat Charme. Ich hätte ja gesagt B, aber irgendwie, ich würde eher sagen C+, weil er seine Crew gekillt hat. Ja, doch. Er hat seine Männer verloren. Das, ja, C, ja. Okay. Oh nein. Stopp. Ist der Name... Ich dachte, der Name ist durchgestrichen, aber er passt einfach nicht in die Box. Oh Gott. POV calling mein Staubsauger. Das ist diese ganzen Memes mit Alexa Intruder Alert. Ja. Release the rules.
POV Jeff Bezos will bei dir einbrechen. Full Power. Der Tag des Untergangs. Absolut crushed. Tatsächlich, ich sag B für beutelloser Staubsauger. Der Build-up war gut, aber das Ende war ein bisschen schwach. Yeah, sehe ich auch so. Yeah. Es wäre nochmal besser gewesen, wenn er aus wie aus der Side-Story auf einmal die Klappe aufgegangen wäre und dann da so ein Pancake drin gewesen wäre. Oh. Next one's gonna be good. POV calling my pets. Hermit to crab. And lobster. Cross stations. Los, das Schlitzer, ey. Ist schon. Perfekt, ist schon irgendwie stylisch. Ja, ist einfach so ein schönes Team auch noch einfach mal. Ja, es ist irgendwie auch schön, weißt du, so diese. Zwei Krabben einfach, zwei Crustaceans. Weißt du? Ne? I'm the red. Vorschlag A für Awesome Crustaceans. Fair, angenommen. So. Captain, ich habe keine Ahnung, wie er noch am Leben ist. Ja, das ist eine gute Frage. Der war ja schon recht alt in Zero. Yes. It's impressive, really. Du bist auf Sterben, Maxi. Ah, solider Flip. Er hat durch ihn durchgeschlagen. Der ist einfach zu spannend. Boah. Er hat die Aschi ins getötet. A für alt. Echt? Das ist ein A für dich? Nee. B. Ja, B, barely. B. Weißt du was? Minus. Ich gebe dem Ganzen B, weil Meister Komaki Sentimental Value hat. Ja, fair. Mhm. Ist unser alter Mann. Wie er noch am Leben ist, keine Ahnung. B für Bitch, how are you still alive? Fair. Oh, jetzt geht. Nee, noch geht's nicht ins Geld. Never mind. Ah. It's got a little beauty in here. Ich muss was fragen. Ist das eigentlich die Yuki? Ja, tatsächlich ja. Dear God. Comedically large ashtray. Why does he take it? Very good. I kinda like it. Es geht zwar ein bisschen zu lang teilweise. Aber jede Sekunde davon ist comedic value. Ja, doch. Allein schon comedically large Aschenbecher. Ist das. Könnte man das schon als S durchgehen lassen? Nein, ich gebe ihm ein A tatsächlich. Ein A für Dorville. Ja, das sehe ich. Noch wird's nicht teuer. Jetzt kommen die beiden Jungs. Wer sind die denn? Die sind auch schon seit Yakuza 1 tatsächlich dabei.
Calibari have that? Da, das klappt, komm mal gut schon. Was für ein Innuendo ist das hier? Ja. Mata no goraiten wo omachi shite imasu. B? Ja, B ist richtig. Weil es ist für the boys. B für the boys, weil es kann nicht mit den Mädels mithalten einfach. Obwohl es so ähnlich ist. So, jetzt geht's ins Geld. Oh. POV calling someone who actually dead. Well, it seems he is not. Ja. That's a nice knife, dude. He's counting breath. Es ist halt ein Buff und ein Heal und ich mag den Aufbau. Es ist halt durch die Kamerafahrt, es gibt mir so diese Vibes aus dieser einen Jojo-Part-Folge aus Part 4. Also, ich würde glaube ich persönlich B-Plus für Brotzählermaschine geben. Ja, doch. Ja, doch. Ist ein Show-Sheet. Eine Show-Sheet, hey. So, der andere, für den ich sehr viel Karaoke singen musste. It's showtime. Come on. Yasashiku yoru ni dakare. Namida horori. He's making moves. He's packing heat. Wie singt er ohne den Mund zu öffnen? Ventriloquism. Erster Verbrauch. Arigatou gozaimashita. Das ist schon ziemlich cool. That was beautiful. Schon. Oh. Aber ich würd nicht sagen, es ist ein S. Das ist nee, S nicht, aber es ist ein. Es ist ein sehr gutes A. Apocalyptic. Außergewöhnliches Singtalent. Genau. Das ist total super. So. Oh Gott, er. Oh, Asaku. POV calling this dude. Oh, Ichiban macht mit. Tag-Team. Das heißt, das wird ja ein Tag-Team. Sasuga da ne? Atarime da ro. Simpel. Die Kamera hat eine Menge gerissen mit diesem POV-Shot. Ja, also. Ich würde sagen, für B ist schon was. Ist es faires B, ja. B für Bromance. B für Beule, die du danach hast. Ah, yes.
Who is that? Willst du die Kurzversion? Ja. Basically Kiryus Love Interest. Ah, cool. Okay. Aus Kiwami 2. Sie ist aber pretty. Ja, sie prügelt das Japanisch aus ihm raus. Oh Gott. Dabei sind wir auch vorbei. Das hat ein bisschen Jojo. Das ist Demon. Hot damn. Damn, ja. Is that the first ass? What do you think? I don't know. Ich bin mir... I sure liked it. Die Beleuchtung ist sehr geil. Ja doch, das... Ja doch, das S. Ich würde sagen, Abschluss. Es hat irgendwie was gefehlt. Ich weiß nicht, für mich war das eigentlich genau richtig irgendwo. Nicht zu viel, ja, nicht zu wenig. Vielleicht sind wir alle zwei haben wir noch. Oh. Oh boy. The big fellas. Er kriegt sogar seinen eigenen Theme. Der, by the way, auch aus 4 ist. Das ist einfach so Last Airbender. Hm. Oder Geldbändiger, nee, oder mal. Moneybänder. Five ins Bending. Mein Favorit. Komm mit. Falcon Kick. Kann ich nicht rüber, ich habe hier. Oh, das Ding ist, ich habe so das Gefühl, wenn ich dem ganzen S gebe, ist es Akiyama biased. Also ich würde dem Ganzen auch ein S geben, falls sich das beruhigt, weil das ziemlich cool war. Ja. Yeah. Er hat Leute mit Geldscheinen zerschnitten, die er geschrieben hat. Es passt totally zum. Es passt halt zum. Es passt zum Charakter, sowohl von seinem Fighting-Style aus auch als von seinem Geld her. Ich denke, es ist reasonable anzusetzen. Ja, doch. Und... Oh, Dateda. Dateda. They're dead. Ich finde das geil. Können wir darüber reden, dass der Typ eine fucking Shotgun mit Zielvisier benutzt? Ja, yeah, das ist schon, ich würde sagen, das ist, ja, S für Shotgun mit Zielvisier. Ja, also, ich finde generell, die gesamte Comedy, die da auch rauskommt bei, die ist super geil. Ja, damit haben wir alle gesehen, oder? Ja, damit haben wir jetzt alle gesehen, tatsächlich. Ich muss echt sagen, also, es gibt wenige Stinker tatsächlich unter dem Ganzen. Es gibt sehr wenige, ja, sehr wenige Moves, wo echt Shit sind, so von denen. Natürlich so die Early Poundmates sind ein bisschen meh. Ja, sind halt logischerweise nicht so beeindruckend. Mhm. Und tatsächlich viele der Essence-Moves, die aus 7 sind quasi. Wo halt keinen wirklichen, ja, keinen neuen bekommen haben oder so. Aber eigentlich alle, die neu sind, waren ziemlich gut. Ziemlich solide gut. Die Tag-Team-Dinger lassen wir jetzt mal raus, weil die
sind. Wenn wir die noch mit dazu raten würden, würde ich sagen, most of them are shit. Das ist halt, yeah, so. That's pretty good, yeah. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Video sonst beenden soll, außer... Go, Mike! Go, Mike! Ooh, go, Mike!